Ich weiß nicht, was wir gerade machen können. Der Schraubstock schien doch eigentlich gut geeignet und nicht, aber er wollte immer nur eine Seite schraubstocken. Also irgendwie konnte ich ja nicht beide gleichzeitig einspannen. Ich konnte immer nur eins einspannen. Ich weiß aber nicht warum. Ach so, vielleicht habe ich es falsch angeklickt. Ich habe wahrscheinlich mit dem zweiten Zahnrad wieder das erste Zahnrad angeklickt und nicht den Schraubstock. Den Mist ist mir schon mal passiert. Du bist im Haus geschützt und wir wissen immer noch nicht, in welcher Stadt Mr. Krabat sein Unwesen treibt, wenn er Fahrstunden nimmt. Deswegen muss sich jeder in Acht nehmen. Außer mir vielleicht. Ich glaube nicht, dass er in Frankreich in der Gegend rumdüst. Den dritten Stock muss er erstmal treffen. Du meinst Schraubstocken? Ist kein Wort. Habe ich Schraubstocken gesagt? Ich glaube, ich habe anstatt dem Schraubstock vorhin das Zahnrad erwischt. Und das geht dann nicht, dann schimpft er. Zack, ich muss nochmal mit dem zweiten Zahnrad auf den Schraubstock zielen und nicht. Hä? Ach doch, hat er doch gemacht. Und jetzt? Was sagst du denn jetzt dazu? Guckst dir an? Nein, das Zahn wie Kap ich. ja, kaputt und nutzlos. Was sagst du zum Mein Schraubstock? Kopf fühlt sich an, als sei er in so einen hier eingespannt. Aber schafft das. Sollen wir mit dem Feuerstein jetzt da irgendwas anstellen? Nein, das muss nicht repariert werden. Also nun Spot mit dazu schrauben oder was? Wäre gemein. Hey Spot, ich habe da so eine Idee. Komm mal her. Echt? Was denn? Ach, Befehlsverweigerung? das hatten Na wir schon mal warte. ausprobiert. Genau, das stimmt, das kennen wir schon. Das geht hier nicht. Müssen wir jetzt irgendwie noch einen Behälter kriegen, in dem wir irgendwie Flüssiges. Wir wissen ja gar nicht, aus was für Material das ist. Flüssiges irgendwas einspannen. Ah, Ich mein behalte Schatz die ist Perle da. lieber als Ein Andenken Moment. bei mir. Sie war der erste Coup in meiner Karriere als Langfinger. Ich weiß jetzt echt nicht, was wir hier machen können. Wir haben jetzt eigentlich alles ausprobiert, was wir hier hatten, ne? Also nichts können wir irgendwie darauf noch anwenden. Und er sagt, er möchte das Ganze irgendwie Perle in die Presse. Ach, in die Presse wieder zurücktun. Wir machen das mit der Perle andersrum. Aber das hatte ich ja schon ausprobiert. Ich weiß nicht, wo ich sie genau hinlegen kann, die Perle mit der komischen Presse. Und wir brauchen wahrscheinlich irgendein. Ob wir die Perle da. Ich dachte, wir können die Perle in irgend so ein Loch packen, aber das ging nicht. So viel Aufwand für so eine blöde Kugel. Dann Ich schmeißt behalte du die die Perle Kugel. lieb, sie war der erste. Ja. Sein erster Coup als Langfinger. Muss man die Perle mit dem Rad oder so? Nicht nötig, das lässt sich. Ja, das lässt sich mit der Hand bedienen. Also mir fehlt noch irgendwie was. Zahnrad erhitzen sollte eigentlich stimmen. Zahnrad erhitzen mit Spot oder Zahnrad erhitzen mit irgendwas anderem? Ich weiß halt nicht, mit was ich es erhitzen soll. Das ist jetzt mein Problem. Mit Feuerstein will er nicht und mit Spot auch nicht. Vielleicht muss ich Spot auf das Zahnrad. Vielleicht habe ich wieder das falsche Ding angeklickt. Dann habe ich wahrscheinlich wieder mal nicht das Zahnrad angeklickt, sondern diesmal stattdessen den Schraubstock. Ich schaffe es immer irgendwie was Falsches anzuklicken. Genau, ich glaube, ich habe aus Versehen das Zahnrad oder den Schraubstock. Ich glaube, ich habe aus Versehen den Schraubstock angeklickt. Und vorhin habe ich aus Versehen, als ich die Zahnräder beide kombinieren wollte, im Schraubstock habe ich das andere Zahnrad angeklickt. Also ich schaffe es immer, das Falsche anzuklicken. Komm nochmal her, kleiner Spot. Du bist so süß. Kaputtes Zahnrad, Schraubstock. Wir müssen immer noch ein Bild malen für meinen Freund. Mein Freund hat noch nichts zum Geburtstag gekriegt von mir, außer ein leckeres Essen. Wir sind irgendwie zum Mexikaner gegangen oder irgendwas. Im Kino ist leider nichts Gescheites gelaufen, deswegen waren wir nicht im Kino Ende Oktober und ich habe immer noch nicht das Bild, was er eigentlich kriegt. Das habe ich noch nicht gemalt. Eigentlich kriegt er zwei Bilder. Kaputtes Zahnrad. Soll ich es auf Zahnrad anwenden? Du bist so süß, kleiner Spot. Zahnrad ist jetzt perfekt. Können wir es jetzt einsetzen? Jetzt dreht sich hier oben sogar was. Ich will nur gern wissen, wie die anderen sich drehen. Wo muss ich denn das genau Na, hinsetzen? dann wollen wir doch mal sehen. Bitte? Was ist denn das hier für eine Hand? Hä? Die hatten wir noch nie, diese Hand.
Ich muss sie selber in der Gegend rumschieben. Ja, kein Wunder, ich habe mich schon gewundert, wie das hier funktionieren soll. Pass auf. Ach, das kann ich an das rote Zeug da packen. Ich habe mir schon gedacht, die Abstände passen hinten und vorne nicht. Das ist zu groß. Kann ich das Rad? Ich würde das Kleine gerne erstmal schnell woanders hinpacken. Stell dich mal zur Seite hier, du stehst mir im Weg. Stell dich mal zur Tür. Hier, stell ich doch da hier zur Tür. Hier hin. Pass auf. Das hier sieht eigentlich ganz gut aus hier. Die zwei greifen perfekt ineinander. Das hier ist zu klein. Das passt hier aber perfekt. Hier können wir ein winzig kleines gebrauchen. Das ist auch gut. Dann haben wir ein riesengroßes. Sehr schön. Wow, das war's. Juhu. Du bist jetzt aufgegangen. Die Tür. Wir haben es geschafft. Wir sind durch die Tür gekommen. Wir haben immer noch nicht Kalida aufgeweckt. Aber wir sind schon mal durch die Tür gekommen. Noch mehr Kerzen. Deswegen kommt kein Schwein vorbei. Kein Mensch vorbei, meine ich. Puste mal schnell. Haben wir schon alle wieder auf einmal ausgepustet. Boah, ist das schön hier. Luna, hast du es noch vorhin mitbekommen? Ich habe gesagt, dass auf Twitch jede Menge Videos fehlen, die ich in letzter Zeit gespielt habe. Ich muss mir mal die Mühe machen und die Zeit finden und alles, um die zu schneiden und dann langsam halt alle nacheinander auf YouTube hochzuladen. Oder ich lade die einfach alle auf YouTube hoch, nur sie sind alle noch nicht öffentlich zugänglich und gehen dann nacheinander öffentlich, aber ihr kriegt von mir alle Links, die ihr da seid. Es fehlen die ganzen Streams der letzten 2 Wochen ungefähr. Also es fehlt das Ende von, was habe ich gesagt, das Ende von Harveys neue Augen. Es fehlt der Anfang von Angelica Weaver. Es fehlt der Anfang von Dragon Orange, Dracula Origin. Es fehlt der komplette 3-teilige Stream von Contrast und noch so ein paar Sachen. Da ist ein Yucky. Wir haben einen Yucky gefunden und da ist ein Haus. Und ein Wegweiser. Warte, ich muss mal schnell den Wegweiser angucken. Die Insel ist viel größer. Zutritt untersagt, kein Schritt weiter. Sperrgebiet, draußen bleiben. Yucky-Gebiet. Was? Die Insel ist viel größer als angenommen. Was ist durchaus sehenswert im Zeitraffer? Ja, das ist total blöd, dass das alles fehlt. Das Ende fehlt. Das Video hieß Ende hoch 3 oder irgendwas. Finale hoch 3 hieß das Ding, aber total nervig. Achso, ich habe wieder nur die halbe Nachricht. Im Bonus-Content ist ein Video von diesem Bildschirm, wie Mond und Beleuchtung sowie Wolken gemalt wurden. Ach, das ist ja cool. Ich sehe es auf dem zweiten Fenster. Ich habe nämlich noch ein zweites Fenster offen. Wonach sieht die Wolke für mich aus? Welche Wolke? Das sind so viele Wolken. Das Wolkending hier sieht aus für mich wie so ein Baby mit so einem Riesenkopf und einer Haartolle da oben dran. Und das ist gerade in die Richtung robbt das gerade. Das ist der Kopf. Das sind die Beine. Das war wahrscheinlich nicht die Frage. Welche Wolke? Die Wolken sehen ganz komisch aus. Der hier sieht aus wie ein Riesenhintern. Findest, das ist ein Gesicht im Mond. Achso, das kann man auch sehen. Das ist ein Auge, das ist noch ein Auge. Der hat nur noch ganz wenig Haare, wie so ein Mönch. Und das ist ein Mund oder irgendwie sowas. Weiß auch nicht. Also, als würde er in die Richtung gucken. Der hier sieht irgendwie aus, als hätte hier so eine Haarfrisur, so ähnlich wie Marge Simpson. Aber dann sind es hier so lange Arme und die betet. Ich habe keine Ahnung. Muss man da was drin erkennen? Bubi sieht Wolken. Sollen wir in die Hütte gehen? Da ist noch ein Yucky. Warte mal, ist das Yucky, das vereimert uns, ne? Das geht immer woanders hin. Oh ja, das hat sich schon wieder versteckt. Ah, jetzt ist es da hinten. Ich komme also nie hin. Nein, das passt hier nicht. Wie, das passt hier nicht? Ich habe nichts versucht, hier irgendwie hinzusetzen. Ach so, du wolltest nur wissen, was ich sehe. Gehst du mal rein da. Hallo? Ah,
Komm rein, komm rein. Das Malachai, nee, so heißt er gar nicht. Wie ist er? Mulachi? Nee, Mulachai hieß er. Ich kenne Malachai als richtigen Namen, aber Mulachai heißt der Herr. Er ist in sein Spiel vertieft. Was spielt er denn? Was spielst du denn? Sieht aus wie ein Schachbrett, aber es sind keine Schachfiguren drauf. Deswegen hätte ich gedacht, vielleicht spielt er ja Go. Ich will ihn nicht stören. Er will allein sein. Das kann ich nur allzu gut verstehen. Ich würde gern wissen, was er spielt. Wie, kann ich ihn trotzdem stören, oder was? Nett hast du's hier. Danke. Ich lebe gerne allein. Oh, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Einsamkeit ist ein wahrer Segen. Ganz meine Meinung. Aber du wiederholst dich irgendwie. Ich will mit dir über Kalida reden. Was willst du wissen? Nee, ich weiß, Malachi war ein Prophet, das weiß ich. Nein, es gibt den englischen Namen Malachi, also Malachi wird da ausgesprochen, das CH dann als K. Du hast kein einziges Was? Ich habe tatsächlich noch kein einziges Was, denn? Ich habe vor, Kalida zu wecken. Das wäre sehr unklug. Einfach nur, das wäre unklug? Gibt es dafür vielleicht auch eine Begründung? Keine, die dir gefällt. Keine, die dir gefällt? Eine Frage noch. Würde mir die Begründung tatsächlich noch weniger gefallen, als keine zu bekommen? Ich kann es mir nämlich kaum vorstellen. Du bist voller Fragen. Und wenn du die Antworten nicht akzeptieren willst, dann wird das auch immer so bleiben. Ob uns das weiterhilft? Ach so, kein einziges Videospiel gefunden, wo Go drin vorkommen wäre. Das wäre ja auch gemein, wenn man hier so ein ganz einfaches Zumego oder irgendwie sowas macht als Minispiel. Also so ein Life and Death, so ein Miniteil oder nur von mir aus diesen Stein bitte fangen oder was weiß ich was. Und vorher die kurzen Regeln, wie Go funktioniert. Das wäre eine Katastrophe als Minispiel, das schafft keiner. Wie meintest du das vorhin? Ich habe Kalida gefunden? Ich bin jetzt ein Teil von ihr? Ich meinte es, wie ich es gesagt habe. Also arrogant und unpräzise. Wenn das dein Eindruck war... So arrogant und unpräzise, das ist cool. Wo finde ich Kalida denn jetzt? Kalida ist immer unter uns. Wirklich? Schade, dass ich meine Schaufel verloren habe. Ist es wirklich zu viel verlangt, ein einziges Mal eine klare Auskunft zu bekommen? Vielleicht fragst du nur nicht die richtigen Fragen. Wie wäre es mit, wann hörst du endlich auf, um den heißen Brei herumzureden? Es ist das Schwierigste, es zu meistern. Ja, das stimmt. Das schwierigste Brettspiel, um es zu meistern. Aber die Regeln sind ganz einfach. Viel weniger Regeln als die ganzen verschiedenen Züge und sowas im Schach zu lernen. Genug von Kalida. Wie du willst. Habt ihr den Satz vorhin gehört? Kalida ist unter uns. So ein Mist, dass ich meine Schaufel nicht mehr dabei habe. Das fand ich gut. Was hältst du von Ruben? Er ist ein Narr. Er denkt, er kann alles so lassen, wie es ist, indem er keinen Finger mehr rührt. Es scheint eine gute Taktik zu sein. Es ist ein Irrtum. Nichts steht still. Alles bewegt sich. Und das ist gut so. Das würdest du nicht sagen, wenn du wüsstest, was ich weiß. Ach, nichts. Schach habe ich irgendwie gelernt, als ich 6 war und dann habe ich irgendwie das Interesse dran verloren. Mir war es auch nicht. Ich habe danach lieber Fußball gespielt. Was sollen all die Kerzen? Das ist mein Beitrag zum Gleichgewicht auf dieser Insel. Alles hat Einfluss aufeinander. Das Licht der Kerzen hält die 5 Yakis fern, die auf dieser Insel leben. Es heißt, sobald die 5 im Dunkeln mit den 5 anderen zusammentreffen, beginnen sie ihre Wanderschaft. Die 5 anderen? So heißt es. Ja, gemeinsam führt sie ihr Weg dann quer über die Insel zum Steg, wo sie ihr trauriges Lied singen. Durch ihr Lied würde aber Kalida geweckt werden, was fürchterliche Konsequenzen hätte. Darum achte ich darauf, dass die Kerzen nicht vom Wind ausgeweht werden. Die Kerzen verhindern also, dass die Yakis Kalida aufwecken? Kurz gesagt, ja. Das wissen wir doch schon alles, dass sie die aufwecken. Wir wussten noch nicht, dass es irgendwie 5 sind, die irgendwie 5, was weiß ich was, treffen und dann wieder gemeinsam durch die Gegend wandern. Aber singen müssen sie. Kannst du das mit den Kerzen nicht einfach bleiben lassen? Nein.
Nein? Ach komm schon, es ist wichtig. Hier, da stehe ich mit den verschränkten Armen. Nur Stillstand ist der Tod. Merkt ihr das? Es gibt keine Balance ohne Bewegung. Ach, das ist doch alles nur Gewäsch. Ich rede hier von einer tatsächlichen Bedrohung. Es ist kein Gewäsch. Eher ein Naturgesetz. Keine Balance ohne Bewegung. Es ist wie in diesem Schachspiel hier. Und wenn ich dir das Gegenteil beweise? Ich habe dir gesagt, dass es unmöglich ist. Was willst du also beweisen? Stillstand ist der Tod. War das nicht irgendein kommunistischer Grundsatz? Was spielst du da? Go. Das ist Spiel ein Go. Rätsel. Ach Mist. Oh, ein Rätsel. Vielleicht kann ich helfen. Ich bin gut in Rätseln. Worum geht es? Ist das eine Art Damenspiel? Das Problem ist eher philosophischer Natur. Also und doch Go. Es ist lehrreich. Das Rätsel lehrt uns, dass es nicht möglich ist, ein vollkommenes Gleichgewicht zu schaffen. Alles muss immer in Bewegung bleiben. Ja, das liegt am Komi. Wenn die Ome Komi spielen, dann gäbe es auch ein vollkommenes Gleichgewicht. Ach ja? Das wollen wir doch mal sehen. Du kannst es gerne versuchen, aber es ist zwecklos. Also, was muss ich machen? Die Damen können waagerecht und diagonal ziehen, wie beim Schach. Sie müssten am Ende so stehen, dass sie sich nicht gegenseitig schlagen können. Das hatten wir doch erst vor kurzem. Nicht. Gleichgewicht ohne Bewegung, so etwas ist unmöglich. Na, das wollen wir doch mal sehen. Erst. Das heißt, die müssen so stehen, dass sich, pass auf, das ist eine weiße, das ist eine schwarze, das ist eine weiße, das ist eine schwarze, das ist eine weiße, eine schwarze, eine weiße, eine schwarze. Können die sich denn jetzt gerade, die stehen doch schon, wieso, können sie doch jetzt auch nicht gegenseitig schlagen? Bin ich blöd? War das nicht die Aufgabe? Sie sollen so stehen, dass sie sich gegenseitig nicht schlagen können? Ach so, die zwei im Eck können sie schlagen, deswegen, da ist das Problem.